Grüße Freunde, wir schauen uns heute einen der Bestseller auf Amazon an, eine der meistverkauften Campinglampen, die es da so gibt, und sie wird angegeben als superhelle, ausdauernde Campinglampe. Wir schauen uns heute mal an, ob das stimmt. Darlight, viel Spaß dabei. Ja, wie gesagt, den Namen kenne ich nicht, wird ein typischer China-Marke sein. Es gibt ja immer das gleiche Produkt unter den verschiedensten Markennamen bei Amazon zu finden, beziehungsweise überall übers Internet verteilt. Diese Darlight Campinglampe, die schauen wir uns jetzt erstmal in den harten Fakten an. Wir haben eine super helle Campinglampe von Darlight mit 1500 Lumen angegeben, mit 4 Lichtmodi, die auch dimmbar sind. Sie ist batteriebetrieben mit D-Zellen. Bei den Kosten bewegen wir uns um und bei 23, 25 Euro, je nachdem wie der Tag gerade ist. Es gibt sie einmal in quadratisch und einmal in rund. Die quadratische habe ich jetzt. Wir haben natürlich ein 360-Grad-Gehäuse, das heißt, das Licht geht einmal komplett rum und ist nicht fokussiert, wie das bei einer Taschenlampe der Fall ist. Gleichzeitig zu den 4 Lichtmodi gibt es dann auch noch Farbeinstellungen, das heißt, sie startet immer in Kaltweiß, wenn ihr sie anmacht, sie kann aber auch in Warmweiß leuchten. Also das bedeutet mit einem eher gelblicheren Ton, während Kaltweiß ja eher einen bläulichen Stich hat. Gleichzeitig ist die Lampe auch wasserdicht nach IPX4 Standard. Dabei haben wir eine Abmessung von 33,9 mal 15 mal 10,7 cm bei einem Gesamtgewicht von 450 Gramm. Ich nehme an, das haben sie angegeben ohne die Batterien, denn D-Zellen sind natürlich, auch wenn relativ ausdauernde Batterien, sehr, sehr schwer. Der Kopf der Campinglampe ist schwenkbar, aber auch komplett abdrehbar, falls man vielleicht eine stärkere Leuchtkraft haben möchte, denn der Kopf der Lampe funktioniert natürlich als Diffuser. Das bedeutet, das Licht wird schön verteilt, was sehr angenehm ist natürlich für ein angenehmes Raumlicht, vor allen Dingen in Warmweiß. Aber vielleicht möchte man ja auch lieber ein direkteres Licht haben oder man nimmt das Ding sogar in die Hand und möchte es als temporäre Taschenlampe benutzen. Wir haben 3 Hauptmodi, da haben wir einmal 1350 Lumen bei 20 Stunden Dauerbetrieb angegeben. Dann haben wir den zweiten Modus mit 300 Lumen und 40 Stunden Dauerbetrieb angegeben. Und dann haben wir den dritten Modus mit 1500 Lumen für 15 Stunden angegeben. Die Lampe hat natürlich auch noch dazu einen Blinkmodus, der kann aber nicht gedimmt werden. Wenn ihr die Lampe dimmen wollt, dann müsst ihr einfach nur lange drücken auf den Hauptschalter. Ja, und das sind auch schon die groben, harten Fakten dazu. Schauen wir uns das ganze Ding erstmal ein bisschen näher an. Und was ist eigentlich meine Meinung dazu? Wir haben hier oben einen Tragegriff. Der wirkt relativ robust, angenehm, kann man wegklappen, funktioniert. Der ganze Drehmechanismus der Lampe ist auch sehr angenehm. Es wirkt alles sehr, sehr wertig. So, kann man abziehen und dann seht ihr hier die ganzen LEDs, die da drin verbaut sind. Zack, wieder draufstecken und fertig. Und schon ist die Lampe wieder einsatzbereit. Wir haben unten, können wir das Ding so aufmachen und dann kommen hier 3D-Batterien rein. D-Batterien sind natürlich ganz schöne Oschis. Das wirkt sich auch aufs Gewicht drauf auf. Wenn ihr das Ding wieder schließen wollt, habt ihr hier einen Gegennupsi. Den müsst ihr erstmal richtig treffen, damit ihr das Ganze wieder zumachen könnt. Oh, zack, das Ganze geht schwerfällig und wirkt ziemlich gut. Insgesamt ist die Haptik der Lampe wirklich nett, kann man gar nichts gegen sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein sehr jahrelanger Begleiter in eurem Campingbereich sein kann. Für Trekking ist sie natürlich jetzt nicht so das Wahre. Wir haben bei der Lampe genau das, was wir brauchen, wenn sie auf Camping oder Glamping ausgerichtet ist. Das heißt, wir haben sehr lange Akkulaufzeit, wenn man sie nicht die ganze Zeit Full Power laufen lässt. Man hat verschiedenste Modi, die auch herunterdimmbar sind. Wenn man vielleicht anfängt, erstmal abends zu sitzen mit mehreren Menschen, kann man sie schön hell machen, kann man eine kleine Party feiern und je weniger Leute sozusagen noch da sind, der harte Kern bleibt übrig bei den Abendgesprächen, bei einem Glas Wein, dann kann man sie herunterdimmen. Und da kann man natürlich auch die Farbe des Lichtes schön anpassen. Das heißt, man nimmt dann an den späten Abendstunden natürlich sehr, sehr gerne ein warmes Licht, leicht gedimmt. Und dann steht den Gesprächen bis 2, 3 Uhr morgens gar nichts mehr im Wege. Außer vielleicht der Weinkonsum. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, wenn solche Lampen mit solchen D-Zellen-Batterien funktionieren.
Das ist natürlich naturgemäß gegeben, weil man denen mehr Ausdauer geben möchte, der Lampe sozusagen. Ich bin immer eher ein Fan davon, vieles mit Doppel-A-Batterien zu betreiben, da die Akkus am günstigsten und am verbreitetsten sind. Da kann man es dann auch wieder selbst aufladen. Aber vielleicht hast du ja D-Zellen-Akkus oder möchtest dir gleich welche dazu bestellen. Du findest alle Links zu dieser Laterne natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich versuche auch einen Link für wiederaufladbare D-Zellen hereinzupacken. Das würde ich immer empfehlen, vor allen Dingen bei D-Zellen, die relativ teuer sind, wenn man sie immer neu kaufen muss. Wenn dich die Kritikpunkte, die ich gerade geäußert habe, nicht stören, dann ist das vielleicht genau die richtige Lampe für dich, für deinen Campingausflug und ähnliches. Man kann sie aber natürlich auch gut in einer Garage benutzen zum Basteln, wenn man da kein stationäres Licht hat, und alle ähnlichen Anwendungsgebiete sind da auch gar kein Problem. Vor allen Dingen mit Kaltweiß hat man ein gutes Arbeitslicht. Tja, ich hoffe, diese Review bzw. dieses erste Hands-on hat dir gefallen. Schau gerne auch auf meinem Kanal weiter, denn dort gibt es natürlich viele, viele Videos zu dem Thema. Ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.